Herr Sondecker, wann hat der Gemeindeverband von den schweren Vorwürfen gegen Herrn Berchtold erfahren und wie hat man reagiert? Also wir haben vor kurzem ebenfalls von diesen schweren Vorwürfen erfahren, dass Wilfried Berchtold eben mit diesem Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert ist. Und unsere Reaktion war, dass sich seine Stellvertreter, Bürgermeister Erwin Mohr und meine Wenigkeit zusammengesetzt haben mit der Geschäftsführung und wir für morgen Mittag eine außerordentliche Gemeindevorstandssitzung einberufen haben, da es auch zu entscheiden gilt, wie wir jetzt mit dem Gemeindetag, der ja für dieses kommende Wochenende geplant gewesen wäre, umgehen. Wird sich der Gemeindeverband nun von Herrn Berchtold distanzieren, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind? Also eine Distanzierung steht keinesfalls zur Debatte. Unsererseits können wir nur sagen, dass wir von diesem Vorwurf sehr, sehr überrascht sind, dass wir aber großes Verständnis haben, dass Wilfried Berchtold den Gemeindetag am kommenden Wochenende sich derzeit außer Lage sieht, abzuhalten. Wir werden ihn deshalb verschieben und hoffen, dass die Staatsanwaltschaft diese im Raum stehenden Vorwürfe rasch zu einer Erklärung bringen wird. Wer vertritt Herrn Berchtold für den Zeitraum der Ermittlungen? Die Vertretung werden die zwei Vizepräsidenten vornehmen, also wie erwähnt, Herr Bürgermeister Mohr und meine Wenigkeit. Und ich denke, dass schon bald, oder wir hoffen alle, dass schon sehr bald der Gemeindetag mit den geplanten Neuwahlen abgehalten werden kann. Können Sie sich vorstellen, warum dieses Thema so lange totgeschwiegen wurde? Da haben wir keine Vorstellung, in welcher Richtung auch immer. Ich denke, die Staatsanwaltschaft ist am Ermitteln und wir hoffen, wir wissen alle, bei der Justiz Mühlen oder gehen die Mühlen manchmal langsam und ich denke, jeder, der mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist, würde sich wünschen, dass diese Mühlen sehr, sehr rasch mahlen, damit hier rasch Klarheit geschaffen wird. Herr Berchtold blieb heute von der Pressekonferenz fern aufgrund körperlicher Beschwerden. Schürt das nicht das Misstrauen gegen ihn? Das denke ich nicht. Wir alle können uns wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie man sich fühlen muss, wenn man mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist und dass es da wahrscheinlich nicht einfach ist, gerade auch wenn es schon etwas gedauert hat, in einer stabilen psychischen Situation zu sein und hier vor die Menschen zu treten. Das ist sicher nicht einfach in so einer Situation und ich denke, Wilfried Berchtold hat unser Vertrauen. Es gibt für uns keinen Zweifel an seiner Integrität und wir hoffen alle, dass dieses Thema möglichst rasch zu einem Abschluss gebracht werden kann.